Schön, dass du wieder dabei bist und willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Craft Attack in der neuen Stadt an unserem neuen Haus, beziehungsweise es ist ja nur eine Wand, aber wir machen einfach mal weiter, ne? Ja, wir sind stehen geblieben an unserem Haus und wir haben letztes Mal die Fragerunde gemacht und da noch so viele offene Fragen da geblieben sind, habe ich mir gedacht, machst du einfach die Runde weiter, da sind ja noch genug Fragen und dann werden sich die Leute vielleicht auch freuen, wenn deren Frage auch drankommt. Und dann dachte ich, ja, okay. Und deshalb mache ich das heute so. Und, Moment. So. Was wollte ich sagen? Ach so. viele haben in den Kommentaren geschrieben, ey, zeig mal dein Einhorn. Und das gibt's auch auf Instagram. Könnt ihr euch angucken. Habe ich ein Bild hochgeladen. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Guckt es euch an. Es hat keinen Namen, nein, das wurde ich oft gefragt. Wenn ihr einen Namen habt, dann schreibt ihn auf jeden Fall in die Kommentare. Weil das kann ja nicht sein, dass so ein cooles Teil keinen Namen hat, ne? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Der Ding, das braucht schon einen Namen. So, dann fangen wir jetzt aber an, hier mal kurz ein Loch zu machen. So, ich weiß nicht, wie ich das Haus bauen soll. Ich lasse mich einfach überraschen. Aber Frage 1, da muss ich erstmal hier an mein Handy. So, von Timo Ma, Pizza oder Döner? So, entweder oder Fragen sind eigentlich ganz cool. Ganz klar. Ja, was denn eigentlich? Ich glaube, ich würde sagen Döner. Doch, auf jeden Fall. Döner ist viel geiler. Ich überlege gerade, ob man hier einen Weg machen könnte. Könnte man, glaube ich. Ja, Döner ist richtig cool. Bei mir gibt es auch eine richtig gute Dönerbude. Die ist 30 Meter weit weg. Da kann man immer schnell mal, wenn man möchte, einen holen. Boah, der ist richtig geil. Der ist richtig cool. Ich nehme mal lieber Kalbfleisch statt Hähnchen. Das schmeckt mir irgendwie besser. Das ist klare Empfehlung von mir, ja, wenn ihr euch auch Döner holen wollt. Ich esse den eigentlich immer mit Tomate und mit grünem Salat und Zwiebeln. Das finde ich relativ geil eigentlich. Ich mache gerade hier irgendeinen Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist, was ich hier mache oder ob ich das überhaupt darf. Aber ich mache es einfach mal. Ich meine, hier gibt es ja keine Regeln, ne? Von daher. Aber ob das jemand gut findet, weiß ich nicht. Nächste Frage von Grufti909. Ab welchen Bedingungen würdest du mit einer Spendengala mitmachen? Boah, die Person hat mehrere Fragen gepostet direkt. Also so krasse Bedingungen gibt es da, glaube ich, gar nicht. Also, was heißt denn Spendengala? Es gibt zum Beispiel Spendengalen im Fernsehen oder auf Bällen oder so. Also, ich finde es gut zu spenden und einen Teil abzugeben an Menschen, die nicht so viel haben oder Hilfe brauchen. Und es kommt aufs Projekt an, doch. Also wenn man jetzt zum Beispiel für drogenabhängige Crystal Meth besorgen, ja, sowas würde ich jetzt zum Beispiel nicht unterstützen, aber ansonsten sind Hilfsprojekte und Spendengalen doch an sich, wobei Spendengala haben. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen so eine Selbstinszenierung, ne? Man geht da hin so, ja, hier, wir haben voll viel Geld, wir spenden noch mehr Geld. Aber eigentlich das Ganze, was man investiert in diese Gala, könnte man einfach direkt spenden. Und dann nicht so ein großes... Macht denn hier so ein Geräusch, oder? Ach, das ist bei mir ein Flugzeug, krass. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, anstatt da, ja, so viel Geld noch für eine Gala auszugeben, aber... Der Mensch muss halt zeigen, was er hat und... na gut, lassen wir es. Das ist okay, ist okay. Aber ansonsten kann man immer einen Teil abgeben. Ich wurde mal angesprochen, ich war mal am Bahnhof. Und, dann hatte ich noch ein bisschen Zeit und dann dachte ich mir, okay, hier ist McDonald's. Gehst du mal dahin und chillst da ein bisschen. Dann bin ich da hingegangen auf dem Weg. Und dann war da ein Obdachloser und der hat gefragt, hey, hier, könnte ich vielleicht ein bisschen Kleingeld haben? Und da meinte ich, Entschuldigung, ich habe im Moment nichts bei, was man so mal sagt. Und ich hatte wirklich kaum was bei. Und dann war ich bei Meckes und dann hatte ich noch Geld über. Habe ich mir das so zurechtgelegt, dass ich dem irgendwie so 2 Euro oder so gebe. Was für mich viel ist, wenn man nur 10 Euro mit hat. Und dann wollte ich dem das geben und dann war er schon weg. Also von daher, man muss Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen. Ja, ja. Nächste Frage. Wir haben ja genug Fragen. Nochmal von Grufti909. Lieblings-Pokémon. Boah, ich fand Glurak immer richtig cool, weil der konnte fliegen. Und der sah immer aus wie ein Drache, aber es ist gar kein Drache, habe ich irgendwann mal erfahren, sondern Echse oder keine Ahnung. Irgendwas davon.
Och nee, jetzt habe ich die Kiste. Scheiße, oder? Nein. Dann machen wir mal schnell noch eine. Das Pokémon fand ich auf jeden Fall immer richtig cool. Das war so eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, ja. Ich sammle das mal hier kurz ein. Mein Gott. Zack, 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 bam, bam, bam. Alles rein. Hier noch mehr. Und dann können wir direkt die nächste Frage vorlesen. So, dann stellen wir die Kiste direkt mal hier neben. Da haben wir direkt mal eine Doppelkiste, ne? So ist es doch viel besser. Ja, komm. Fang mich mal hier nicht so ab mit der Musik. Von Chrissy 2505 ist bei dir auch schönes Wetter. Im Moment habe ich meine Rolle dann runter, weil ich das abends aufnehme. Aber ich glaube, es hat vorhin geregnet, also nein. Scheiße. Nochmal von Chrissy 2505. Winter oder Sommer? Ganz klar, Sommer. Dann wurde ich zu einem Frauentypen gefragt, welchen Frauentypen bevorzugst du eher? Zickig, Tussi, Schlampe, Normalo, mega nett oder hilfsbereit? Und hilfsbereit. Warum soll ich denn zickig geil finden? Das ist doch voll scheiße. Normal. Hilfsbereit ist auch gut, also warum sollte man was gegen hilfsbereit haben? Ja, aber normal. Wobei ich an sich, also es ist nicht Frauentyp, sondern Menschentyp einfach. Und ich glaube, es ist richtig ätzend, mit so Leuten abzuhängen, die einfach richtig nervig sind. Und dann denke ich mir einfach irgendwann, nö, mit dem musst du nicht unbedingt abhängen. Nächste Frage. Juliki 12, grün oder blau? Grün. Ja. Fail Exorcist. Bist du auf der Gamescom und wirst du dort ein Fantreffen machen oder immer mal Updates geben, wo du gerade bist, zu finden bist? Das ist eigentlich eine recht gute Frage. Die kann ich mal kurz so schnell beantworten. Und zwar werde ich auf jeden Fall auf der Gamescom sein. Ja, ich habe da ein bisschen was vom Netzwerk so. Und ich habe ja gesagt, ich werde mich vor der Gamescom zeigen. Und das hat vor allen Dingen den Vorteil für euch, dass ihr wisst, wie ich aussehe. Damit ihr mich da auch treffen könnt. Das heißt, es ist schon Absicht, dass ihr mich da trefft. Weil das eine der wenigen Möglichkeiten ist, finde ich, wo man so viele Leute auf einmal finden kann. Weil wenn ich jetzt ein Fantreffen oder so in Köln machen würde, also ich meine ich selber jetzt nicht, aber wenn ich zu einem Fantreffen gehen würde in Köln, dann würden da weniger Personen sein, wahrscheinlich auf der als auf der Gamescom, weil die Gamescom halt eine Messe ist und an sich mehr Leute anzieht und niemand wird irgendwie aus Berlin oder aus München für ein Fantreffen nach Köln fahren. Also vielleicht manche Leute, aber das ist sehr unwahrscheinlich und das machen wohl sehr wenige. Und deshalb ist es auf der Gamescom besser möglich, sag ich mal so. Machen wir hier so eine Raumtrennung. So, ja, so ist, nee, so nicht. So. Deshalb werde ich da auf jeden Fall mich präsentieren. Vorher und dann werde ich auch immer, ich weiß noch nicht, ob auf Facebook oder auf Instagram immer sagen, wo ich bin. Und, also immer jetzt nicht, aber wenn ihr Bock habt, mich zu finden, ich werde das auf jeden Fall genügend bekannt geben und da wird bestimmt wieder, so wie letztes Jahr, ein großes Treffen sein von vielen YouTubern, da werde ich dann bestimmt auch sein. Da war ich ja auch letztes Mal, da habe ich mit Revi und so gechillt, das war cool. Da werde ich dann bestimmt auch sein, also wenn ihr da seid, ruft einfach ein paar Mal meinen Namen. dann werdet ihr mich vielleicht finden. Und ich habe keine Wolle. Fuck, nein, jetzt muss ich schlafen gehen woanders. Da gehen wir schnell bei Zander pennen. Ja, ja, hier könnten wir einen Weg machen. Mit der Gravelweg. Also das wird auf jeden Fall kein Problem sein. Und dann könnt ihr mich da treffen, wenn ihr wollt. Und wir treffen uns an sich. Und ich werde mich freuen. Ich werde mich sehr freuen. Wobei ich nicht glaube, dass so viele Leute da jetzt sich für mich interessieren werden. Weil da ja auch viele größere sind. Aber ich hoffe, ein paar werden doch da sein. Ja, ja. Dann werde ich da ein bisschen rumchillen und ihr könnt mich da einfach ansprechen. Nächste Frage. Von Dario 350. Wann fängt das neue Craft Attack an und wirst du beim neuen Projekt nach Varo dabei sein? Viele sagen ja immer oder fragen mich, bist du beim neuen Projekt nach Varo dabei? Ich habe keine Ahnung, was das neue Projekt nach Varo sein wird und ob überhaupt irgendwie irgendeins kommen wird. Ich kann aber sagen, dass irgendwann bald demnächst
Musik. Wir haben keine Musik gerade. So, ein neues Projekt starten wird. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und Craft Attack, weiß ich gar nicht, ob ich dazu irgendwie so groß was sagen kann oder darf. Auf jeden Fall wird es eine neue Craft Attack Staffel irgendwann geben. Aber es dauert noch. Es ist zeitabhängig, aber wir wissen es noch nicht genau. Irgendwann, es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber ihr könnt gespannt sein, es wird auf jeden Fall noch viel Cooles kommen. Ich breche jetzt bei Zander ein, weil ich die Ender Chest brauche, weil ich Eisen brauche. So. Und dann mache ich mir direkt mal... Na komm, so. Eine Spitzhacke. Zack. Na! Ach ey, fick doch mein Leben. Nein! Verfickte Scheiße! Och Mann, ist ja jetzt blöd. Das haben wir hier voll so umsonst und Scheiß gemacht. Naja. So, jetzt haben wir eine Spitzhacke. Nächste Frage von... Moment. Ronny.qh. Wenn du in Varro wärst, wie würdest du dich entscheiden? Kampf mit Dierschwert, Schärfe 4 und 1 OP Goldapfel und ein Goldapfel EL oder Kampf mit Dierschärfe... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Was besser wäre. Ich muss ja hoch, aber ich halte mein Handy gerade, deshalb sieht es ein bisschen behindert aus, wie ich laufe. Chrissy 2505 fragt, hast du wieder Fragen gesammelt oder hast du direkt mit der Folge angefangen? Ich warte immer so ein bisschen, also 10 Minuten oder so. Wenn ich weiß, ich mache eine Folge, dann warte ich immer noch ein bisschen, weil klar, wenn ich ein Bild poste, dann sind nicht direkt da 50 Kommentare drunter. Also ein bisschen muss man schon warten. Aber das Gute ist, in der Folge kommen dann auch immer noch Fragen rein. Von daher kann man die dann immer weiter vorlesen. Ja, Herr Roman hat einen witzigen Witz vorgelesen. Was klappert in der Ecke? Pinocchio beim Witzen. Beim Wichsen. Hahaha. Felix Hagen 01 fragt, bist du fußballbegeistert? Das habe ich schon mal gesagt. Ich bin, viele werden mich nochmal steinigen, FC Bayern München Fan, weil ich die cool finde. Und weil ich finde, die spielen gut. Und ich bin kein Erfolgsfan, weil ich schon seit Jahren, bestimmt schon seit 10 Jahren Bayern Fan bin. Aber viele Menschen verstehen nicht, dass man normaler Fan von diesem Verein sein kann. Aber naja, na gut. Ich war mal in München, ich war mal an der Allianz Arena. Ja, das war cool, aber da konnte man nicht rein, da war irgendwie gerade zu. So, ich weiß noch nicht, wie ich das Haus bauen soll. Ich überlege gerade, ich mache wahrscheinlich... Komm, machen wir so. So. Und dann so. Und dann erstmal so. Und dann könnte ich immer noch hier was anbauen. Ja, hoho, ich habe eine gute Idee. Da könnte ich so ein Feld machen. Oder so ein Garten. Oh, ich mache so einen Garten, ja. Ich baue an sich nicht so groß. Das ist, glaube ich, gut im Moment. Weil ich, glaube ich, zu groß angefangen habe in dem alten Haus. Und jetzt muss ich hier irgendwo erstmal Bäume pflanzen, damit ich nicht immer so weit rennen muss. Sonst habe ich kein Holz mehr gleich. Jetzt wird bestimmt alles gar nicht wachsen. Scheiße. Eigentlich hier drauf. So. Und hier drauf. So. Und dann brauche ich ein bisschen Holz noch. Nächste Frage. Das hatten wir schon. Wie bist du auf YouTube gekommen? Hatten wir auch schon. Könntest du dir vorstellen, wenn du älter bist, 30, 40, immer noch Let's Plays zu machen von Skywalkers? Viele Let's Player, also die Frage wird ja an sich relativ oft gestellt. Alter, ja, geh mal weg mit deinen Trompeten da. jedes Mal fuckt mich dieses Lied ab. Vielen Let's Playern wird, glaube ich, die Frage gestellt. Und viele sagen dann, oh, ich kann mir nie vorstellen, mit YouTube aufzuhören. Ich will das immer machen. Ich werde nie aufhören. Aber ich finde irgendwie, irgendwann ist auch gut. Und das ist nicht unbedingt altersabhängig. Also wenn man mal mit 30 Bock drauf hat, dann kann man das machen. Also ein Gronkh macht das ja auch immer noch. Und, aber ich glaube nicht, dass man mit 30 oder mit 40, wenn man so früh schon angefangen hat, dann immer noch Let's Plays machen wird. Also wenn man das nicht unbedingt als Beruf macht, dann nicht. Wenn man da auch andere Sachen zu tun hat, andere Prioritäten vielleicht setzt und dann Wichtigeres zu tun hat. Ja, es gibt Wichtigeres. Und
irgendwann ist auch die Grenze erreicht. Also mit 60 oder so, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass es... Es gibt ja auch nicht viele, die sich so dann durchsetzen können in dem Alter. Oder überhaupt das machen in dem Alter. Ist ja auch merkwürdig. Und da werden ja neue Generationen anrücken und Platz machen. Aber es dauert ja noch. Es ist ja noch ungefähr 20, 30 Jahre, ne? Von daher. Schonberger Felix, was würdest du machen, wenn Minecraft von allen PCs der Welt gelöscht werden würde? Ich würde weinen. Dann würde ich was anderes spielen. Ich habe noch genug hier im Schrank rumstehen. Ich habe noch viele Spiele, die ich spielen will, aber noch nicht dazu komme. Einfach, weil ich erstens immer noch viel zu tun habe mit dem Abi, weil ich noch meine mündliche Prüfung habe. Die ist aber bald vorbei. Und zweitens, weil ich nie wirklich viel am Stück spielen kann. Also ich kann selten 4 Stunden oder so hintereinander spielen. Also so ab und zu mal. Aber meistens werde ich dann irgendwie zu hibbelig und muss dann irgendwas anderes machen. Also es ist selten. Es kommt vor, aber es ist nicht oft. Aber was habe ich hier zum Beispiel noch? Arma 3 habe ich noch, weil ich altes Live spielen wollte. Ich habe noch Max Payne 3, das hat nur 5 Euro gekostet bei mir im Saturn. Was habe ich noch? Alan Wake habe ich mir auch noch geholt. Das war auch relativ günstig. Weil ich mal gehört habe, dass das gut sein soll. Und ansonsten... Ich bräuchte Schafe lieber. Das ist ja viel besser. Ansonsten... würde ich dann, ja, weiß ich nicht, man spielt dann einfach was anderes. Also so krass Minecraft fixiert ist man ja jetzt auch nicht. Also es ist im Moment zwar das Einzige, was ich spiele, aber die Welt würde ja nicht untergehen. Es gibt ja noch genug andere. Ja, und ich finde, die Qualität eines Let's Players zeichnet sich erst dadurch ab, wenn er nicht Minecraft spielt und trotzdem unterhält. Das ist eine große Kunst. Das können nicht viele. Aber... Minecraft macht mehr Spaß, deshalb mache ich das. Ansonsten würde ich auch andere Spiele spielen. Ich bin jetzt nicht so fixiert. Nee, nee. So, ich guck mal. Ah, wir haben nur weiße Schafe. Oder? Ja. Okay, wir gehen mit... So. Oh nein, Entschuldigung. So, ich muss jetzt einmal hier... Lol. Moment. Keine vernünftige Musik. So, wir rushen jetzt hier einmal ganz doll durch. Warum ist hier ein Schwein drin? So, hier alles. Alles mir. ich weiß nicht, ob ich weiße Wolle verlegen soll, wirklich. Aber ich brauche Färbemittel dann. Scheiße, ich brauche Färbemittel. Rot oder schwarz wäre eigentlich ganz gut. Da muss ich aber Tintensäcke farmen, oh Gott. Das kriege ich ja nie hin. Alter, was ist denn da? Was sind Tierhaltung? Kann man hier... lass mich doch hier durch. Wo ist denn hier die Tür? Da. Nein, ich muss durch. So. Geh mal. Nein. Zack. Stirb. So. Da unten sind noch Schweine. Hier ist ansonsten... Sind hier keine Tintenfische mehr? Nee. So. Dann werde ich... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob welche Farbe... Schlag mal eine Farbe vor. In Comments. Dann werde ich eine nehmen. Ich habe auch kein Knochenmehl mitgenommen, ne? Scheiße. In der Ender-Chest ist auch nichts. Ich hatte doch genug Knochen, glaube ich. Da muss ich mir noch was überlegen. Das war's aber erstmal mit dieser Folge Let's Play Minecraft. Und dann hoffe ich, sie hat euch gefallen. Dann vergesst nicht, die Folge zu bewerten. Und nette Kommentare zu schreiben. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Da würde ich mich sehr freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.